Belgrad, August 94. Wir sind in die serbische Hauptstadt gereist, um den 83-jährigen Schriftsteller Milovan Djilas zu besuchen. Djilas war einer der ersten kommunistischen Dissidenten. Mit seinem Bestseller Die neue Klasse hat er Geschichte geschrieben. Bereits im Jahre 1957 entlarvte er die Bürokratien der kommunistischen Parteien als neue Ausbeuterklasse, die ihre Diktatur mit Methoden des Terrors und der totalen ideologischen Kontrolle aufrecht erhielten. Seine schonungslose Kritik am kommunistischen Herrschaftssystem war ein politischer Zeitzünder. Die neue Klasse wurde zur Bibel aller Systemkritiker. Djilas, Mitglied des Politbüros und einer der Stellvertreter Titos, wurde gestürzt und verbrachte 9 Jahre im Gefängnis. Ich bin alt, ich weiß das. Ich habe schon zu lange gelebt, 83 Jahre. Milovan Djilas ist herzkrank und kann kaum mehr das Haus verlassen. Die Sommerhitze macht ihm zu schaffen. Da ist mein Haus. Wie lange wohnen Sie jetzt schon hier? Seit 1954. Das sind 40 Jahre. Das sind genau 40 Jahre im Juni. Nein, im Mai. Sie haben mir diese Wohnung gegeben, nachdem Sie mich aus meiner Villa rausgeworfen haben. Milovan Djilas wurde 1911 in Montenegro geboren. Der überzeugte Kommunist, der schon als Student wegen revolutionärer Agitation 3 Jahre ins Gefängnis musste, absolvierte eine steile Karriere in der jugoslawischen kommunistischen Partei. Nach dem Zweiten Weltkrieg, an dem er als Partisanenführer teilnahm, gehörte er zum engsten Führungskreis um Staatspräsident Tito. Mit seinem Idol Stalin traf er mehrfach im Kreml zusammen, distanzierte sich aber bald enttäuscht von den Praktiken des sowjetischen Diktators. Djilas war einer der ideologischen Architekten eines eigenständigen jugoslawischen Gesellschaftsmodells. Wegen seiner Kritik an Einparteienherrschaft und Pfründenwirtschaft kam es 1953 zum Konflikt mit Tito. Sein Eintreten für einen demokratischen Sozialismus büßte er im berüchtigten Zuchthaus Sremska Mitrovica. Djilas hat sich seine Übersetzerin Breda Osim als Dolmetscherin gewünscht, obwohl er selbst Englisch und Russisch spricht und auch etwas Deutsch versteht. Mit ihr ist er vertraut. Das ist ein Foto von meinem Vater als montenegrinischer Offizier in einem österreichischen Kriegsgefangenenlager. Albanische Faschisten haben ihn ermordet. Meine Mutter, schon älter, mit meinem Sohn. Mein jüngerer Bruder, der in Belgrad im Gefängnis 2 Monate gefoltert und dann umgebracht wurde. Von meiner Familie wurden 4 Personen umgebracht. 2 Brüder, eine Schwester und mein Vater. In unserer Familie war das Unglück nahezu erblich. Mein Großvater und mein Urgroßvater sind gewaltsam ums Leben gekommen. Dadurch ist die Familie auseinandergerissen worden. Haus und Hof wurden geplündert und vernichtet. Das Gefühl des Unglücks hat sich bei uns fortgepflanzt und das hat natürlich mein Leben mitgeprägt. Das Foto stammt aus dem Jahre 1929, als ich das Gymnasium beendet habe. Ich war damals 18 Jahre alt. Schon als Kind hatte ich Sympathien für Kommunisten, die verfolgt wurden.
Als die Diktatur König Alexanders begann, war ich gegen diese Diktatur. Damals gab es noch keine ernsthafte Opposition. Ich habe gegen die Diktatur rebelliert und dabei das Gefühl gehabt, Kommunist zu sein. Erst nachdem ich die Literatur von Marx und Engels im Gefängnis studiert hatte, bin ich zu einem wirklichen Kommunisten geworden. Das Gefängnis war eine richtige Schule für Kommunisten. An der Universität Belgrad habe ich jugoslawische Literatur studiert. Und in dem anderen Gebäude dort drüben habe ich mit meiner revolutionären Tätigkeit begonnen. Das heißt, hier haben wir die ersten Demonstrationen abgehalten und ich habe geredet, als einziger Sprecher. Und in dieser Straße hat uns die Polizei angegriffen. Hat man sie hier verhaftet? Nein, das haben sie nicht geschafft. Während meiner Rede waren zwar Polizeiagenten im Publikum. Die haben versucht, mich zu ihrem Wagen zu bringen. Aber die Studenten haben sie angegriffen und mich befreit. Und ich habe mich erfolgreich versteckt. Ich habe zwei Pistolenschüsse gehört und den Pulverdampf gerochen. Aber niemand wurde verwundet. Vielleicht haben sie versucht, jemanden zu töten. Ich weiß nicht. Das klingt nach revolutionärer Romantik. Ja. Im Rückblick. Und was haben Sie studiert? Ich habe nicht abgeschlossen, weil ich später für 3 Jahre eingesperrt wurde. Aber Sie haben begonnen mit Literatur und Politik. Nur Literatur. Später habe ich nicht mehr weitergemacht nach dem Gefängnis. Ich fand das blöd. Ich war auch verpflichtet, in der Partei zu arbeiten. Viele Genossen waren verhaftet. Ich wollte die Partei nicht im Stich lassen. Am Anfang war mein Engagement gar nicht so groß. Aber nachdem ich erst einmal mit der politischen Arbeit angefangen hatte, hat sich alles automatisch fortgesetzt. An der Universität lernt Milovan Djila seine erste Frau, Mitra Mitrovic, kennen. Mitra nimmt am Partisanenkrieg teil, macht Karriere in der Partei und wird nach 1945 Erziehungsministerin in Serbien. In diesem Haus habe ich mit meiner ersten Frau 2 Jahre lang gelebt, von 1937 bis 1939. Das ist die einzige Wohnung, die noch existiert, in der ich gelebt habe. Haben Sie sie geheiratet, nachdem Sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind? Ja. Das war das Haus, oberster Stock links. Wir hatten nur ein Fenster, einen Raum. Aber wir waren glücklich. Das ist schon was. Erinnern Sie sich an damals? War das eine angenehme Zeit für Sie? Wir machten illegale Arbeit. Es war eine schöne Zeit, aber schwierig. Polizei. Ich musste immer damit rechnen, verhaftet zu werden wegen der illegalen Arbeit. Aber es war ein schönes Leben. Did you take pictures from the house? From the house.
Hat Ihre erste Frau Kontakt gehalten, während Sie im Gefängnis waren? Nein, das war nicht erlaubt. Wir waren ja noch nicht verheiratet. Sie war erst meine Freundin. Die Zeit von 1936 bis 1941 war eigentlich die schwierigste in meinem Leben. Ich habe sozusagen von gar nichts gelebt. Formal blieb ich Student, aber studiert habe ich nicht mehr. Mitra hat in der Parlamentsverwaltung gearbeitet und wir haben uns von ihrem Gehalt ernährt. Ich war das, was die Russen einen Berufsrevolutionär nannten. Bis 1941 haben wir sehr armselig gelebt. Dann haben wir von der Komintern zum ersten Mal unseren Lohn erhalten. Aber dadurch wurde es auch nicht viel besser. Mučeni, poslani u zatvor, i fizički je bilo. Die Zeit damals war auch physisch sehr anstrengend. Man musste sehr viel zu Fuß in Belgrad herumlaufen. Es gab andauernd Versammlungen und wir mussten auch ins Landesinnere reisen. Bilo vrlo naporno i teško. Den Kommunismus habe ich als moralische Pflicht verstanden, nicht als politische Karriere. Das ist doch ein wichtiger Mann in Ihrem Leben. Tito wollte zu meinem 40. Geburtstag eine Parade abhalten. Das wollte ich aber nicht. Ich habe ihn irregeführt und ihm ein falsches Geburtsdatum genannt. Als er das erfuhr, da hat er mir zum 41. Geburtstag die Büste von Karl Marx geschenkt. Sehr schwer. Der Marxismus war die Grundlage aller Kommunisten, auch für Stalin. Man entwickelt sich zum Kommunisten, indem man den Marxismus-Leninismus verinnerlicht. Ich war vom stalinschen Kommunismus geprägt, obwohl bei uns in Jugoslawien der Charakter des Kommunismus von der Revolution her bestimmt war. Ich kannte die Arbeiten von Marx und Lenin sehr genau. Aber Stalin war für mich viel konkreter und anschaulicher. Den meisten Kommunisten ging das wahrscheinlich so. Wir haben damals geglaubt, dass seine Grausamkeit und seine Machtlust nur für eine Übergangsperiode anhalten würde und dass dies eine Zeitspanne war, die man durchleben musste. Wir haben das damals so betrachtet. Im Jahre 1937 wird Josip Broz Tito von der Komintern zum Generalsekretär der illegalen kommunistischen Partei Jugoslawiens ernannt. Seine engsten Mitarbeiter sind Edward Kardelj, Alexander Rankovic und Milovan Žilas. Ich glaube, im Jahre 1937 sind Sie das erste Mal mit Josip Broz Tito zusammengetroffen in Belgrad. Was hatten Sie damals für einen Eindruck von dem Mann? Er hat auf mich den Eindruck eines sehr entschlusskräftigen Parteifunktionärs gemacht. Kein Visionär, aber ein guter Pragmatiker. Ein Mensch, der ein guter Freund hätte sein können, der aber sehr distanziert war und sehr autoritär. Es war sehr schwer, mit ihm zu diskutieren, weil er einen immer sofort unterbrochen hat. Das war eine Gewohnheit von ihm, die er bis zu seinem Lebensende nicht abgelegt hat. Er hatte einen Hang zu autoritärem Verhalten. Das hat mich an ihm abgestoßen.
Es ist völlig klar, dass er unter normalen Verhältnissen nie Parteichef geworden wäre. Aber in der Illegalität, als wir auf die Unterstützung der Kommentaren angewiesen waren, da entwickelte er sich zu einem guten Parteiführer. Međutim, u ilegalnim uslovima, sa podrškom Kominterne, on je bio sasvim dobar funkcioner, sasvim dobar vođa za ilegalnu partiju, jer gdje se ne traže široki horizonti. Pravi komunista, tu spada i Tito, ne postaje. Ein richtiger Kommunist, das kann man nicht einfach werden. Man wird als solcher geboren. Als Aufständischer. Ich wurde als Rebell geboren. Tito ging es um die Macht. Ich wollte die kommunistische Ideologie verwirklichen. Mir ging es nur darum. Das war der Unterschied. Mit Rankovic habe ich seit 1937 die illegale Parteiorganisation geleitet. Er war der bessere Organisator. Aber die Ideen, wie alles gemacht werden sollte, die stammten meistens von mir. Deswegen habe ich damals immer gesagt, Rankovic und ich, wir beide zusammen, machen einen guten Kommunisten aus. Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Serbien im April 1941 übernahmen die Kommunisten unter Tito die Führung im Partisanenkrieg gegen Deutsche und Italiener. Bis zum Herbst 1944 bringt Tito aus eigener Kraft den größten Teil Jugoslawiens unter seine Kontrolle und wird im November 1945 Ministerpräsident einer kommunistischen Koalitionsregierung. Djilas übernimmt als Partisanengeneral militärische Führungsaufgaben in Serbien und Montenegro, baut einen Propagandaapparat auf, leitet die Parteizeitung Borba und wird von Tito 1944 mit einer Delegation zu Verhandlungen nach Moskau geschickt. Auch am Staatsbesuch Titos zur Unterzeichnung eines Freundschafts- und Beistandspakts zwischen der UdSSR und Jugoslawien im Jahre 1945 nimmt er teil. Sein Idol Stalin lernt er dabei persönlich gut kennen. Djilas beschwert sich bei ihm über das Verhalten der Roten Armee in Belgrad. Ein erstes Beispiel für das gewachsene Selbstbewusstsein der aus eigener Kraft an die Macht gekommenen jugoslawischen Kommunisten. Beim Begräbnis des sowjetischen Staatspräsidenten Kalinin im Jahre 1946 darf Djilas sogar die Trauerrede halten, eine hohe Auszeichnung. Milovan Djilas möchte wegen der hohen sommerlichen Temperaturen, die ihn körperlich sehr belasten, das Gespräch in der Halle unseres klimatisierten Hotels fortsetzen. Für mich war Stalin damals die Inkarnation des Kommunismus auf Erden. Ein Gott, kein kleiner, sondern ein ganz großer Gott. Trotzdem habe ich ein klares Bild von ihm gewonnen. Er dachte schnell, er dachte pragmatisch. Er traf rasche Entscheidungen und er hatte Sinn für Humor. Koji je praktičan, rešava pitanja brzo, odlučno i ima smisla za humor. Aber es war ein grober Humor, ohne alle Feinheiten. Das war mein erster Eindruck. Und der zweite war, dass Stalin ein ausgezeichneter Kenner der Geschichte war, insbesondere der russischen Geschichte und Literatur. Sie haben einmal geschrieben, es seien Ihnen sehr früh Zweifel gekommen über die Deckungsgleichheit zwischen Prinzipien und Taten. Das ist mir bei meinem zweiten Besuch in der Sowjetunion besonders aufgefallen. Die Regierung hatte einerseits mit erheblichen Sozialproblemen zu kämpfen, andererseits lebte die Bürokratie in unglaublichem Luxus. Wir haben damals gesagt, dass sie besser leben als amerikanische Millionäre, obwohl wir gar nicht wussten, wie amerikanische Millionäre leben. Und dann ist mir die starre Hierarchie aufgefallen. Ohne ausdrücklichen Befehl Stalins geschah in der Sowjetunion gar nichts. Onda sam primetio da praktično ne možete
u Sovjetskom savezu raditi ništa dok se centar ne pokrene, u stvari dok ne dođe od Staljina stav. Ich habe auch bemerkt, wie abschätzig von den anderen sozialistischen Ländern, die von der Roten Armee befreit worden waren, und deren Führern gesprochen wurde, auch über Jugoslawien, wenn auch nicht im gleichen Maße. Und Stalin wollte auch nicht anerkennen, dass unsere Regierung der sowjetischen in nichts nachstand und dass sie auch durch eine Revolution an die Macht gekommen war. Er wollte das einfach nicht akzeptieren, wahrscheinlich um das Prestige der eigenen Regierung nicht zu schmälern. In diesem Punkt war ich sehr empfindlich und mir ist klar geworden, dass er ein reiner Machtpolitiker war. Na tom pitanju sam ja bio osjetljiv i primetio sam tu da internacionalistička ideologija kod njih je pre svega državna politika. War Tito eigentlich nur ein bürgerlicher Aufsteiger oder war er wirklich ein Kommunist? Ne, on je bio pravi komunista. Ich würde sagen, er war ein echter Kommunist. Aber es gibt eine andere Seite bei den Kommunisten, die wenig bekannt ist und die verheimlicht wird. Und das ist ihr Hang zum Luxus. I prirodno kao totalitarna hijerarhijska organizacija. Eine hierarchische Organisation braucht natürlich einen autoritären Führer, dem man gehorcht. Sonst würde sie verfallen. Tito je lično bio sklon ka luksuzu. I smatra da aber Tito neigte in besonderem Maße zu einem komfortablen Leben. Der ganze äußere Luxus, die Schlösser, er wollte dem Volk eine Aura des Königlichen vermitteln. Das gefällt den einfachen Menschen. Nach und nach hat er seine Person so in den Vordergrund gerückt, dass er die ganze Partei dominierte. Ich würde sagen, dass er ein Autokrat, ein Diktator westlichen Typs war, nicht des östlichen. Authentischer. Samo lično sklon k luksuz. On je više zapadni komunistički diktator nego istočni. Titos Mausoleum wurde im Park seiner früheren Residenz errichtet, im Belgrader Stadtteil Dedinje, unweit des Königsschlosses. Dedinje war und ist das bevorzugte Wohnviertel der politischen Prominenz. Auch Milovan Žilas lebte als Minister hier. This is the house at the end of, das war mein Haus am Ende des Weges. Es war nicht besonders groß. Big. This was your residence. War das Ihre Residenz? No, that was my apartment. Nein, das war meine private Wohnung. Ich hatte keine Residenz. Das Haus hat früher einem Minister des Königs gehört. Es wurde nationalisiert. Das Gebäude war durch Bomben etwas beschädigt. Aber sie haben es repariert. Ich habe ungefähr 7 Jahre hier gelebt. Auf der linken Seite lag das Haus für die Wachen. Etwas unterhalb der Tennisplatz und wie man sehen kann, der Garten war erstklassig angelegt. And as you see, the garden was excellent. Excellent garden. That was. Now it is an embassy. Jetzt ist es eine Botschaft. Nein, das ist jetzt die Residenz der australischen Botschaft. Das war einer der Vorzüge, ein prominenter Mann zu sein. Ich war prominent. This is all. Let's we go in the car. Sie hätten mich ja nicht gleich aus diesem Haus herauszuwerfen brauchen. Sie waren mit diesen ganzen Privilegien nicht einverstanden. Die Privilegien waren mir alle lästig. Der jugoslawische Widerstand gegen den sowjetischen Hegemonieanspruch führt 1948 zum Bruch mit der Sowjetunion. Unter Berufung auf Lenin bestehen Tito, Žilas und andere Theoretiker auf einem eigenen Weg zum Sozialismus.
Um die anderen Satellitenstaaten unter Kontrolle zu halten, inszeniert Stalin gegen kommunistische Parteiführer des Ostblocks Schauprozesse und beschuldigt sie der Zusammenarbeit mit Tito. Laszlo Rajk, Rudolf Slansky und viele andere werden hingerichtet oder zu langer Haft verurteilt. Wir haben das in Jugoslawien sehr kritisch aufgenommen, waren sehr enttäuscht über die Zustände in der Sowjetunion und den Ostblockstaaten und wir haben Widerstand gezeigt. Ich persönlich habe das schon sehr früh als schwere Krise des Kommunismus aufgefasst. Andere Leute haben das anders betrachtet, aber für mich war das eine moralische Krise des Kommunismus. Haben Sie dieses sogenannte jugoslawische Modell für exportfähig gehalten, als Muster für andere Staaten? Mi smo verovali da je to jedan model koji je primenjiv i za druge zemlje, zavisno od uslova, forma. Wir dachten eigentlich schon, dass unser Modell in anderen Ländern anwendbar wäre. Wir haben uns damit aber nicht so sehr beschäftigt. Das mit Tito und der Blockfreiheit, das ist eine andere Sache. Tito hat zwei politische Ziele verfolgt. Er wollte sich allmählich aus seiner Abhängigkeit vom Westen befreien und zweitens möglichst viele Länder um sich sammeln, um sich vor der Bedrohung durch die Sowjetunion zu schützen. Pokretu više mnogih država da dobije jednu podršku u slučaju sovjetske opasnosti, smanjivanja sovjetske. Und drittens, wollte ein Weltpolitiker sein, und das war auch. Was die Blockfreiheit betrifft, da halte ich nicht viel davon. Das waren schöne Phrasen, Propaganda, nicht mehr. To je jedna propagandna stvar, prazna. Nepraktična, puno lepih fraza, s kojima se svi slažu. Die Fotos, die Tito mit politischen Führern und gekrönten Häuptern aus aller Welt zeigen, hängen in einer Belgrader Musikkneipe namens Tito Freak. Eine ungewöhnliche Gedenkstätte für den kommunistischen Marschall. Den Höhepunkt seiner Laufbahn erreicht Gilas, als der 6. Parteikongress 1952 den größten Teil seiner Ideen von einer sozialistischen Demokratie als neue Parteilehre aufnimmt. Wenig später erfolgt jedoch die Revision dieses Beschlusses. Im KP-Organ Borba kritisiert Gilas die Pfründenwirtschaft des erstarrten Parteiapparats und fordert in der New York Times die Demokratisierung der Partei. Im Dezember 1952 noch zum Präsidenten des Bundesparlaments gewählt, kommt es nach diesen Veröffentlichungen zum Bruch mit Tito und der KPJ. Gilas wird aus dem Politbüro ausgeschlossen und verliert alle Ämter. Sie haben mir diese Funktion gegeben, um mich zu beruhigen. Aber ich konnte mich nicht beruhigen. Wie lange sind Sie denn Parlamentspräsident gewesen? Nur ein oder zwei Monate, eineinhalb, nicht mehr. And then we shall go back to make of this building photo. I think in this office you. In diesem Gebäude habe ich 7 Jahre lang gearbeitet, die längste Periode seit dem Krieg. Hier war das Zentralkomitee. Vor dem Zweiten Weltkrieg war hier eine Bank, aber Banken sind ja nicht so wichtig im Kommunismus. Das war ein sehr gutes Gebäude für das Zentralkomitee. Und welche Funktionen haben Sie im Zentralkomitee gehabt?
Im Zentralkomitee war ich Chef der Agitation und Propaganda, Mitglied des Politbüros und von 1948 an war ich auch einer der Sekretäre des ZK. Ich war sehr berühmt im Zentralkomitee. Jeder betrachtete meine Artikel in Borba als Direktiven des ZK, sogar wenn ich extra betont habe, dass dies meine Privatmeinung ist. Sie waren sehr mächtig. Ja. Hier ist Borba. Das Rote da oben. Ja. Ja, das ist. Der Eingang ist dort, wo der Türkei schaut. Ja. And, this is a place. This is here newspaper Borba. Hier war die Zeitschrift Borba, wo ich meine Artikelserie publiziert habe. Die Artikel waren der Auslöser für die Aktionen gegen mich. Zuerst haben sie mich aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Es war ein schlimmes Schicksal, dass sie diese Artikel ins Gefängnis brachten. Ja, genau. Was haben Sie besonders kritisiert? Ich habe geschrieben, dass die Wahrheit nicht nur im Besitz einer einzigen Partei oder einer Klasse sein konnte. Das war das Wesentliche. The truth cannot be only the possession of one party or one class or so. This is the essence. Jetzt lachen Sie darüber, aber damals hat Sie das für Jahre ins Gefängnis gebracht. Glauben Sie in der Rückschau, dass Ihre Handlungsweise richtig war? Ja, ich hatte absolut recht. Damit es Ihnen ganz klar wird, ich war ein gläubiger Kommunist. Macht hat mich weder interessiert noch angezogen. Sie hat mich angewidert. Aber man kann nur zu einem Ketzer werden, wenn man vorher ein Gläubiger war. Zu diesem Thema habe ich viel geschrieben, besonders in Bezug auf die Sowjetunion, aber auch im Hinblick auf Jugoslawien, nachdem ich sah, dass der Prozess der Demokratisierung praktisch eingestellt worden war. Und wir hatten damals schon einige Reformen durchgeführt. Wissen Sie, ich wollte mich nicht von meinen Freunden und Genossen trennen. Aber in mir war eine Macht, die stärker war als ich. Es ist ja schwer zu erklären, weil viele Faktoren mitspielen. Ich wollte konsequent bleiben, was meine Erkenntnisse und Überzeugungen betrifft und konnte deshalb nicht so weitermachen. Mir wurde klar, dass eine unabhängige Arbeiterselbstverwaltung in den Betrieben ohne eine wirkliche Demokratisierung nicht möglich ist. Da habe ich angefangen, mich von den anderen zu unterscheiden. Natürlich war ich für eine allmähliche Demokratisierung. Und ich habe mir Sozialismus als demokratischen Sozialismus vorgestellt. So wie ich früher Kommunismus als vollkommene Freiheit aufgefasst habe. Haben Sie ernsthaft mit Ihren Ideen hier den Kommunismus in Jugoslawien gefährdet? Mit Sicherheit hat man meine Ideen als Gefahr betrachtet. Jeder demokratische Gedanke war eine Gefahr. Nach meiner Vorstellung sollten durch die Demokratisierung der Partei
auch neue Leute in Führungspositionen gelangen. Die Dynamik innerhalb der Partei spielte bei meinem Konzept eine besondere Rolle. Denn die alte Garde aus der Kriegszeit hatte noch immer alle Positionen besetzt, sie haben nur die Sessel getauscht. Odrata sede, menjaju samo fotelje, ali u stvari ne menjaju ništa. Nikad mi nije padalo na pamet da bi Tita ja obarao ili nešto, ali je očevidno... Ich wollte Tito nicht stürzen, aber es war ihm natürlich klar, dass meine Ideen seine Position schwächen würden. Das hat eine Rolle gespielt, aber nicht die einzige. Die Bürokratie hat Tito unterstützt, weil sie sich auch gefährdet sah. Tito sah vor allem seine unumschränkte Herrschaft bedroht. Und das wäre sie auch gewesen. Im Jahre 1952 heiratet Gilas ein zweites Mal. Eine glückliche Ehe. Auch als Gilas für lange Jahre ins Gefängnis muss, hält sie. Das ist meine zweite Frau Stefanie. Das ist sie im Alter von etwa 40 Jahren. Sie hatten eine sehr enge Beziehung zu ihr. Ach, sprechen Sie nicht darüber. Als ich mich in sie verliebt hatte, das fällt genau zusammen mit dem Zeitpunkt meiner politischen Umorientierung. Sie hatte aber keinen Einfluss darauf. Aber diese intellektuelle Entwicklung hat durch sie eine emotionale Komponente bekommen. Das war eine ganz neue Welt für mich. Sie hat mich angespornt und ich habe mit ihr in jeder Hinsicht gut zusammengearbeitet. Nur wenn sich irgendeine Frage nicht mit ihren moralischen Vorstellungen in Einklang bringen ließ, kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Wir haben uns kennengelernt, als sie im Zentralkomitee gearbeitet hat. Als ich mich 1949 von meiner ersten Frau getrennt hatte, da habe ich gedacht, dass ich nie wieder heiraten würde, obwohl ich Stefanie schon kannte. Aber sie war ihrem Naturell nach eine Frau für die Ehe, keine Frau für ein Abenteuer. Das bin ich mit Tito bei einem Treffen 1953. Das ist eines der letzten Fotos mit ihm. Tito war ein eitler Mann, nicht? Umisit u odevanju? Da. I ja sam bio, ne tako. Aber nie demasin. Das ist ein Foto von meiner ersten Zeit im Gefängnis Sremska Mitrovica. Meine Gefangenennummer war 2729. Number of the prisoner, my number of the prisoner, 2729. This motif of the hands. Das Motiv mit den Händen hat ein Maler für ein Bild benutzt. Es hängt da an der Wand. Also, ich wurde zum ersten Mal wegen dieses Artikels in der New York Times verurteilt. Das war eine dreijährige Haftstrafe auf Bewährung. Ein Jahr später haben sie dann die Bewährung aufgehoben und ich musste ins Gefängnis, weil ich die jugoslawische Politik anlässlich des Ungarnaufstands kritisiert habe. Die Einzelheiten habe ich gar nicht gewusst, sondern nur geahnt. Und erst später hat sich bestätigt, dass Tito dabei eine große Rolle spielte und dass ich damals recht hatte. Und dann, als ich schon im Gefängnis war, da wurde meine Haft von 3 auf 9 Jahre erweitert, infolge der Veröffentlichung meines Buches Die neue Klasse in Amerika. Das war schon meine dritte Strafe. Tada su mi povisili sa 3 godine na 10. Und die vierte, die kam im Jahre 1961.
Ich war zunächst freigelassen worden, aber dann ist auch mein Buch über meine Begegnung mit Stalin im Ausland erschienen und ich bekam weitere 5 Jahre. Insgesamt waren das 13 Jahre. Knjige o Stalinu dobio sam 5 godina, a pošto nisam ni ono sve bio izdržao, sve su mi sabrali da vam ne pričam na 13 godina, je li? War in ihre politische Meinung, die Veröffentlichung ihres Standpunktes so wichtig, dass sie dafür bereit waren, diese Konsequenzen einer langen Haftstrafe zu ertragen? Da. Ja, ich war bereit, das in Kauf zu nehmen. Ich habe schon geahnt, dass ich dafür ins Gefängnis kommen würde, noch bevor man mich aus dem Zentralkomitee gejagt hatte. Aber ich war bereit, das zu akzeptieren, wenngleich ich natürlich gehofft hatte, dass es nicht passieren würde. Sie haben dann aufgrund dieser Artikel Anfang 1954 Ihre politischen Ämter verloren. Wie haben Sie den Sturz vom einflussreichen, mächtigen Liebling der Partei persönlich verkraftet? Odlazak sa vlasti sam po sebi mi nije, nisam bio naročito pogođen. Bio sam pogođen... Der Verlust der Ämter und der Macht ist mir nicht schwer gefallen. Was mich sehr betroffen gemacht hat, das war die Kampagne und die üblen Nachreden, die meine Genossen, meine besten Freunde gegen mich geführt haben. Obwohl sie sehr gut wussten, dass das, was sie sagten, nicht stimmte. Sie haben natürlich auch die Schwachstellen meiner politischen Konzeptionen ausgenutzt, um mich fertig zu machen. Wissen Sie, wenn man einmal Kommunist war, dann kann man sich eigentlich vom Kommunismus nicht so ohne weiteres verabschieden. Denn man beendet damit auch eine bestimmte Lebensweise. Sie treten in eine Art Vakuum ein. Diesen Verrat der Genossen, den konnte ich psychisch nur sehr schwer verkraften. Und er hat bei mir zu einer inneren Krise geführt. Was meine Ideen betrifft, da habe ich nicht gewagt. Außerdem hatte ich viele Probleme. Meine Familie, das Kind. Ich wusste nicht, ob ich weiterschreiben durfte, ob sie es zulassen würden. Das haben sie natürlich nicht. Sie wollten meine Werke auch nicht mehr publizieren. Ich stand vor der Alternative, entweder der geistige Tod oder die Kapitulation, die man mir über irgendwelche Leute angeboten hat. Welche Rolle hat dabei Ihre Frau eingenommen? Welchen Standpunkt? Haben Sie diese Entscheidung mit Zustimmung Ihrer Familie getroffen? Sie war an allem beteiligt. Sie war einverstanden. Und es gab Dinge, die ohne sie gar nicht möglich gewesen wären. Sie hat die neue Klasse getippt. Sie hat das Manuskript heimlich an den Verleger in den USA geschickt. Wir haben eine eigene Sprache entwickelt, weil wir wussten, dass wir abgehört wurden. Wissen Sie irgendwas über die Auswirkungen im sozialistischen Lager von diesem Buch? Damals wusste ich nicht, was das Buch für Auswirkungen hatte. Aber später, in den letzten Jahren, bin ich vielen Dissidenten aus Ostblockländern begegnet, Russen und Polen. Und die haben mir erzählt, dass sie alle dieses Buch heimlich gelesen haben. Und dass es für sie wie eine ABC-Fibel war. Eine Art heiliges Buch, das ihnen etwas Neues offenbart hat. Die Frau eines Dissidenten hat mir erzählt, dass sie mein Buch im Kinderwagen ihres Babys versteckt gehalten hat. Viele Menschen sind in Schwierigkeiten geraten. Der sowjetische Dissident Bukowski wurde wegen meines Buches verurteilt und als er meinem Sohn in London begegnete und ihm erzählte, dass er im Gefängnis war, da hat mein Sohn Alex zu ihm gesagt, aber warum lesen Sie auch verbotene Bücher? Auf dem Weg nach Sremska Mitrovica. Gilas hat sich nach einigem Zögern bereit erklärt, mit uns die Stadt zu besuchen,
in der er 9 Jahre seines Lebens im Zuchthaus zugebracht hat. Ich bin eigentlich nicht wirklich reiselustig. Meine Aufgaben brachten es mit sich, dass ich viel unterwegs war, im In- und Ausland. Ich habe viele Länder besucht, aber immer aus beruflichen Gründen. Nach 80 Kilometer Autobahn das Ortsschild von Sremska Mitrovica. Was fühlen Sie, wenn Sie jetzt zurückdenken? Ich habe Erinnerungen. Ich bin nicht aufgeregt. Aber die Erinnerungen kommen. Erinnerungen an die Lebensbedingungen, an die Zelle. An die Gegenstände, die in der Zelle waren. Waren Sie immer isoliert? Nein, ich war 22 Monate in Einzelhaft. Später war ich mit Schwerverbrechern zusammen, mit Mördern. Nach umständlichen Verhandlungen erlaubt uns der Direktor, im Gefängnis zu filmen. Ich wurde Ende 1966 entlassen. Und das ist das erste Mal, dass Sie wieder hier sind? Ja, nach langer Zeit. Können Sie sich noch an alles erinnern? Ja, besonders an dieses Gebäude. Meine Zelle war da. Wie groß war Ihre Zelle? 6 Schritte lang, 3 bis 4 Schritte breit. Wir dürfen einen Zellentrakt besichtigen. Sehr depressiv. Ja. Die Österreicher haben das Gefängnis gebaut. Sehr gut gebaut. Um 1910. Es ist jetzt sehr modern. Die Klappen in den Türen, wo das Essen durchgereicht wurde, gibt es auch nicht mehr. War es wert, so lange im Gefängnis zu sein, nur um die eigene Meinung öffentlich zu vertreten? Ja, es hat sich gelohnt. Es war zu lang, aber es hat sich gelohnt. 2 oder 3 Jahre Gefängnis könnten keinem Intellektuellen schaden. Sie haben Zeit, über sich nachzudenken. Über die Außenwelt, die Politik, die eigenen intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben genug Muße, um über alles nachzudenken. Aber längere Zeit im Gefängnis ist für die Nerven schlecht. Würden Sie Ihrem Sohn auch raten, für seine Ideale so einzustehen, wie Sie das getan haben? Ja. Und ich glaube, dass er es auch machen würde. Aber ich hoffe und ich bin eigentlich auch sicher, dass es dazu nicht kommen wird. Gilas verbrachte 9 Jahre hier im Zuchthaus Sremska Mitrovica. 4 Jahre wurden ihm erlassen. Der Untergang des Kommunismus, das war eine Implosion. Das System ist in sich selbst zusammengefallen. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, zwischen Idee und Wirklichkeit, ist im Laufe der Zeit so drastisch geworden, dass es unmöglich wurde, das kommunistische System den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Auch das Unvermögen, eine moderne Wirtschaft zu entwickeln, hat eine Rolle gespielt. Und dann gab es ja noch den Druck von außen, von der NATO. Aber den Kommunismus hat niemand gestürzt. Der ist selber von innen heraus verfault. Ich möchte noch etwas hinzufügen.
Ich habe gerade für einen amerikanischen Verleger unter dem Titel Sturz der neuen Klasse Auszüge aus meinen Werken zusammengestellt und als Untertitel Chronik einer Selbstvernichtung gewählt. Und beim Nachdenken über diesen Untertitel, da ist mir klar geworden, dass ich selbst eigentlich das beste Beispiel dafür bin. Haben Sie den Kommunismus für reformierbar gehalten, so wie Gorbatschow? Nein, ich glaube nicht, dass der Kommunismus reformierbar ist. Das war eine Grundillusion von Gorbatschow. Der Kommunismus musste entweder zugrunde gehen oder er hätte das bleiben müssen, was er ist, nämlich eine brutale Diktatur über die ganze Gesellschaft, über das gesamte gesellschaftliche Leben. Der Kommunismus war ein geschlossenes soziales System. In der Geschichte gab es schon früher solche Systeme. Geschlossene Systeme lassen sich aber nicht reformieren. Herr Gilas, auch Titos Staat ist zerfallen. Sie selbst haben damals die Kommission geleitet, die die Grenzen im damaligen Bundesstaat Jugoslawien gezogen hat und die heute im blutigen Bürgerkrieg revidiert werden. Was hat letztlich der Kommunismus den Jugoslawen gebracht? Zuerst einmal muss ich sagen, dass der Kommunismus in Jugoslawien die Nationalitätenfrage entschärft hat. Natürlich unter den Verhältnissen der Kriegs- und Nachkriegszeit. Eine endgültige Lösung des Nationalitätenproblems kann erst die Liberalisierung der Gesellschaft bringen. Was die Grenzen angeht, da bin ich sicher, dass sie damals gut gezogen wurden. Der heutige Konflikt ist nicht wegen der Grenzen ausgebrochen, sondern wegen des serbischen und kroatischen Nationalismus. Und ich sehe einen Beweis dafür, dass die Grenzen damals gut gezogen worden sind in der Tatsache, dass es gleich zum Streit gekommen ist, als man sie ändern wollte. Die nationalen Kommunismen sind vom Nationalismus überdeckt worden. Bure baruta na Balkanu potiče uglavnom iz toga što se na Balkanu nisu stvari ostvarile. Ich glaube, dass diese kleinen Balkanstaaten eine Chance haben. Aber sie müssen sich natürlich demokratisieren und sich den breiteren europäischen demokratischen Entwicklungen anschließen. Države imaju budućnosti. Ukoliko se budu demokratizovali, uključivali se u šire demokratske procese. Die Serben, die Kroaten und die bosnischen Moslems, die sich jetzt Bosniaken nennen, das sind eigentlich drei sich kulturell und ethnisch sehr nahestehende Völker. Srbi, Hrvati, bosanski muslimani, sad ih se nazovu sami sebe, imaju pravo što se... Aber ich denke, wenn es jetzt schon zum Zerfall Jugoslawiens gekommen ist, dann müssen diese Völker auch in separaten, eigenen Staaten leben, aber sich natürlich demokratisieren. Dann haben sie eine Chance. Ali mislim da treba da ostanu kao nezavisne države, kad se to dogodilo, pa da sarađuju slobodno. A drugo, slušajte, pa imate sada po Evropi malih država koje su uspešne. Gilas Haushalt wird von einer Verwandten geführt, die seit 40 Jahren bei der Familie lebt. Die Wohnverhältnisse sind beengt, seitdem sein Sohn Alexander mit seiner Frau beim Vater eingezogen ist. Sit, please. I'm sitting, ich sitze gewöhnlich hier. Das war der Sessel meiner Frau, als sie krank war. Das da ist die Promotionsurkunde meines Sohnes von der London School of Economics. Das bin ich mit dem Dichter Matthias Peskovic. Das ist das Verzeichnis der Familienmitglieder, die im Krieg umgekommen sind. Oben, das ist der montenegrinische Dichter Nigos. Ich habe eine große Studie über ihn geschrieben.
Und unten ist der Dichter Milton. Ich habe das verlorene Paradies übersetzt. Das ist mein Schreibtisch und das Telefon. Aber ich schreibe nicht mehr viel. Ich bin etwas einsam und isoliert. Aber ich liebe die Einsamkeit. Ich mag das. Das Album mit Fotos meines erwachsenen Sohnes hat meine Frau zusammengestellt. Er ist jetzt 41 Jahre alt, Politologe, und hat bereits 3 oder 4 Bücher veröffentlicht. Ich habe allen Grund dazu. Er hat einen sehr noblen Charakter, würde ich sagen. Und er ist ein schöner Mann. Die Stirne, die Augen, die hat er von seiner Mutter. Wie beurteilt Ihr Sohn Ihre Entscheidung, ins Gefängnis zu gehen? Mein Sohn denkt, dass ich den richtigen Weg gewählt habe. Ich glaube das auch. Aber es schmerzt mich, dass ich wegen irgendwelcher Ideen ihn, den kleinen 4-jährigen Sohn, verlassen habe, wo wir schon so gut zusammengefunden hatten. Wir waren uns sehr nahe. Ich habe mich ständig im Gefängnis gefragt, wie wird er das durchhalten? Was für einen Einfluss auf seine Psyche wird das haben? Er hat es gut durchgestanden, aber irgendein Schatten ist schon geblieben. Gilas Sohn Alexander wollte in einem Filmporträt über seinen Vater nicht vor die Kamera. Was ziehen Sie für eine Lebensbilanz nach mit 83 Jahren? Ich war ein revolutionärer Schriftsteller, oder besser gesagt, ein Revolutionär und ein Schriftsteller, und das bin ich bis heute geblieben. Würden Sie sich noch als Kommunisten bezeichnen? Was fällt Ihnen ein, mich so etwas zu fragen? Bereuen Sie etwas? Nein, ich bereue nichts. Natürlich habe ich Fehler und Dummheiten gemacht, die Dinge übertrieben. Aber wenn ich insgesamt zurückblicke, dann tut mir nichts leid. Ich bin hier immer gerne spazieren gegangen. Sehr oft. Mit dem Bus ist es nicht weit von meiner Wohnung. Normalerweise haben mich ein paar Freunde begleitet oder Leute, die mich kannten. Ich habe nur noch wenige Freunde. Das ist die Donau und dort ist die Save. Hier fließen Donau und Save zusammen. Was ich glaube? Ich glaube an die Menschen. Ich weiß, dass es Gute und Schlechte gibt. Den idealen Menschen gibt es nicht. Aber ich bin der Meinung, dass man sich für sein Volk opfern muss. Auch wenn es das häufig gar nicht verdient.